Willkommen, saftige Melone. Du kannst programmieren und willst bei uns durchstarten. Du suchst die Herausforderungen in einem professionellen Team. Dann bist du hier genau richtig. Wir sind Melion.net und wir bieten dir deinen neuen Platz als Minecraft Dev. Was du dafür tun musst, ist ganz einfach. Wenn du die Anforderungen erfüllst, musst du dich einfach nur bei uns bewerben in unserem Formular. Ganz easy und keine vertraglichen Regelungen, die dir am Ende den Arsch versohlen. Denn wir stehen für Freiheit und Kreativität und das wollen wir auch, dass du bei uns so empfindest. Deswegen haben wir auch ein paar Anforderungen an euch, damit wir hier auch wirklich geregelt miteinander umgehen können. Wir wollen nämlich, dass du eigenständig und zielführend sowie auch im Team ein richtig gutes Ergebnis liefern kannst. Dazu setzen wir folgende Dinge voraus. Du solltest ein Mindestalter von 16 Jahren haben, gute Kenntnisse in The Spigot Paper oder Bungee Cord Waterfall API zeigen können. Du solltest Erfahrungen mit Datenspeicherung wie YAML, JSON oder SQL haben. Erfahrungen mit Git wären auch sehr von Vorteil, da wir komplett mit GitLab arbeiten. Das heißt, du solltest zumindest mal Befehle wie Clone, Pull, Checkout, Commit und Push kennen. Wir arbeiten alle ticketbasiert. Das heißt, wir haben in unserem GitLab Tickets, die bearbeitet werden. Dazu erstellen wir einen neuen Branch, arbeiten darauf. Wenn er fertig ist, wird er von einem Überprüfer geprüft und wieder auf den Development Branch gepusht. Wenn dir das fremd ist, solltest du dich vielleicht vorher damit beschäftigen, bevor du dich bei uns bewirbst, denn das ist sehr, sehr wichtig. Zudem solltest du gute Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache vorweisen können. Deutsch jetzt hier eher mündlich und schriftlich, Englisch eigentlich nur schriftlich, da wir bis jetzt noch sehr wenig Kontakt zu irgendwelchen englischsprachigen Kunden hätten. Du solltest zudem gut erreichbar sein und wenn möglich geregelte Online-Zeiten vorweisen können, damit wir auch auf dich zählen können, wenn es mal Probleme gibt. Sachen, die cool wären, wenn du sie könntest und uns mitbringen würdest, wären Kenntnisse im Bereich Docker oder Kubernetes, Kenntnisse im Networking oder mit Cloud-Systemen, Kenntnisse im Bereich Minecraft NMS oder Minecraft-Pakete. Was auch cool wäre, wäre, wenn du schon Erfahrungen mit Client oder Mods hast. Das heißt, wenn du schon mal zum Beispiel eine Mod in Forge oder in anderen Frameworks geschrieben hast, dann ist das perfekt. Schreib solche Sachen direkt in die Bewerbung mit rein, damit wir wissen, dass du ein absoluter Profi bist und dass wir auf dich zählen können. Wenn du diese ganzen Anforderungen erfüllst und eventuell sogar ein paar von den Nice-to-Haves hast, dann ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, um dich zu bewerben. Denn jetzt suchen wir wieder aktiv nach den besten Developern. Und natürlich fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich, was haben wir davon? Weil jeder will ja irgendwas davon haben. Und ja, ich muss euch da enttäuschen, es gibt kein Geld, das ist kein Job in dem Sinne. Allerdings wollen wir euch das Ganze ein bisschen noch verschönern. Deswegen gibt es immer mal wieder Prämien. Jedes Teammitglied, das 100 aktive Stunden auf dem Server erreicht, bei Developern auch die Zeit, die sie programmieren für den Server, bekommt ein exklusives Minecraft-Team-T-Shirt von Melion zugeschickt. Einfach so. Voll geil. Zudem kriegt ihr mit der Zeit Visitenkarten, Sticker, anderen coolen Zeug. Und wenn ihr euch gut angestrengt habt und wir sehen, ihr habt richtig Bock, dann schenken wir euch auch mal Nitro, irgendwelche Gutscheincodes. Einfach so. Zudem gibt es auch immer mal wieder ein paar einzelne Verlosungen, die nur im Team sind. Das heißt, ihr habt sowieso auch richtig viel Chancen, Dinge zu gewinnen oder an sich ein bisschen was rauszuholen. Klar, es ist nicht vergleichbar mit einem kompletten Job, aber es ist natürlich auch kein Vollzeitjob, in dem ihr 40 Stunden die Woche arbeitet. Es soll Spaß machen, es soll Bock machen, ihr sollt was dazulernen, denn darum geht's ja eigentlich, dass wir alle mehr lernen, besser werden und richtig fett abliefern für die ganzen Spieler. Also wenn du dich angesprochen fühlst, dann bewerb dich jetzt und heute noch direkt, denn morgen könnte die Bewerbung schon wieder zu sein. Also echt ranhalten. Wir wissen nicht, wie viel jetzt da kommt, wie viele sich von euch wirklich bewerben. Deswegen gucken wir auch, wenn es zu viele werden, dass wir die Bewerbungsphase wieder beenden. Also ran, bewerben. Und vielleicht bist auch du schon bald der nächste große Developer bei Melion.net. Ja, was gibt es für Aufstiegschancen? Als Developer bist du bei uns eigentlich schon sehr, sehr weit oben direkt im Business mit drin. Das heißt, viel weiter hoch könnt ihr schon gar nicht mehr.
Was möglich ist, ist, dass wenn ihr über einen längeren Zeitraum dabei seid und wir sehen, ihr seid richtig, richtig gut im Team und könnt richtig geil mit euren anderen Teamkollegen umgehen, dann gibt es die Möglichkeit, dass ihr zum Head Developer oder sogar zum Admin aufsteigen könnt. Wenn ihr bei uns guckt, das ist gerade erst passiert. Wir hatten vor ein paar Monaten einen Head Developer, der jetzt ein Admin ist. Und das geht einfach so bei uns. Da müsst ihr nicht extra noch was für machen oder uns beweisen. Denn wenn wir sehen, dass ihr das Zeug dazu habt, dann geben wir euch auch die Chance. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Aber wir geben euch auf jeden Fall die Chance dazu, es uns zu beweisen, dass ihr es drauf habt. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen zu der Bewerbung haben oder zu anderen Punkten, dann kommt gerne bei uns in den Discord mit rein, fragt sie entweder im Ticket oder direkt an einen der Admins. Das geht ganz easy. Ab sofort könnt ihr auch @Bewerbungsteam taggen. Das sind die Leute, die sich um die Bewerbungen kümmern. Die werden euch da direkt und spezifisch weiterhelfen können bei Fragen zu der Bewerbung. Und jetzt bedanke ich mich dafür, dass ihr dieses Video angeguckt habt. Ich freue mich darauf, sehr viele Bewerbungen von euch zu bekommen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in den nächsten Videos, entweder in den Python-Bot-Tutorials oder in weiteren Melion.net-Videos. Deswegen viel Glück bei den Bewerbungen und ciao.